So, hallo, dann melde ich mich nochmal vom Wochenende zurück. Ich habe ja wie versprochen gesagt, der Bund Future wird einer meiner Hauptbasiswerte in der nächsten Woche sein. Ist jedenfalls interessant. Auch wenn das jetzt natürlich sehr, sehr antizyklisch ist, aber da schauen wir einfach drauf, ob man da was rausholen kann. Vielleicht wird es ja der Short der Woche. Schauen wir einfach drauf aus meinem Tageschart. Hier ist leider eben der Bund nur ab ja, Ende 2014 abgebildet. Aber wir sind eh nachher in dem ultra kurzfristigen Fenster unterwegs, da spielt das keine Rolle. Was man hier auch nur sieht, ist, wurden eben auch öfters Gap gerissen durch den Kontraktwechsel. Zuletzt war das eben hier der Fall. Trotzdem hat er eben davor auch den EMA 200 hier ist souverän verteidigt, genauso wie auch dann ja, nach vor dem Kontraktwechsel. Seit dem Wechsel ging es hier einmal nochmal in das Gap hinein, geschlossen wurde es noch nicht. Und seitdem sieht man ja auch hier eine Aufwärtsbewegung, wo jeder Shorty auf Tagesbasis gar keine Chance hatte, Geld zu verdienen. Im 4-Stunden-Chart ist mehr oder weniger eben seit Anfang des Jahres hat sich der Rainbow nach oben gedreht, also auch komplett Trend bestätigen. Bullish. Auch hier dürfte jeder Versuch der Shorties, Gewinne zu machen, eigentlich gescheitert sein. Allemal war es hier vielleicht kurz möglich, vielleicht ohne Verlust rauszukommen, aber anschließend sehr. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering gewesen, dass er Geld gemacht hat. Auch im Stundenchart wurde hier der EMA 200 nur einmal am 12. unterschritten. Seitdem kann man eigentlich auch hier schön sehen, hangelt er sich dem Rainbow nach oben entlang. Und hier raus ist jetzt nicht, ich bin noch in die tieferen Ebenen gegangen, aber das kann sich jeder eben selber ausmalen oder reinzoomen. Ich will es auch relativ kurz halten. Höchstwahrscheinlich am Montag wird der Index oder der Bund Future gleich unter, was ist es hier, 163,35 eröffnen. Ich hoffe, da ich jetzt eben auch demnächst ins Bett gehen werde, dass ich um 8 Uhr da bin, um das zu verfolgen. Hier kann man gleich eine erste Short-Position mit dem Bruch aufnehmen. Der stoppt direkt auf das Hoch oder noch ein kleines Stück weiter, weil es kann sich auch noch hier ein Top ausbilden. Und dann kommt eine weitere Abwärtsbewegung. Aber schauen wir, was eben Kurspotenzial da ist. Also minimales Kurspotenzial, ob jetzt hier ein Hoch folgt oder nicht, ja, wären mindestens 35 bis 30, also 30 Pips, 40 Pips bis zu dem nächsten Verkaufssignal. Und anschließend wären von dem jetzigen Hoch etwa, oder ja, vom jetzigen Hoch bis zum, in meinen Augen, ja, Verlaufstief sind eben 100 Pips, 100 Stellen möglich. Also kann man, wenn man jetzt hier eingestoppt ist, etwa schon 40 Pips Risiko eingehen, also den Stopp hier oben erst platzieren, um nicht gleich wieder hier ausgestoppt zu werden. Also einfach das erste Risiko, die 40 möglichen Pips, 30, 40, da würde ich den Stopp hinsetzen oder eben die Positionsgröße zunächst sehr klein wählen, damit man nachher nochmal eine Position einkaufen kann. Das ist jetzt hier meine Tipps, die ich hier mitgeben kann. Oder man wählt halt eine normale Positionsgröße, setzt aber definitiv den Stopp gleich hier rauf. Dann hat man ein Risiko von 20 Pips, aber die Chance, dass man oder die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgestoppt ist, ist dann doch noch relativ hoch in meinen Augen. So, hat man aber hier trotzdem dann nur den Stopp von 20 Pips gesetzt, kann man hier sofort mit einer halben Position rausgehen und hat man ein halbes R sozusagen, ein halbes Risiko verdient. Oder auch gleich mit der ganzen. Aber wir wollen ja ein bisschen mehr rausholen.
Und dann wären es eben hier unten circa 20, 80. Ja, wäre circa ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4, wenn man den Stopp direkt hier hochsetzt. Setzt man den eben bei 30 bis 40 Punkten, wäre, hat man immer noch eben ein Chance-Risiko-Verhältnis, ein CRV von 2. Und das ist mir dann wert, hier eine Position einzugehen. Wie man eben auch hier sieht, Möglichkeiten einer größeren Aufwärtsbewegung, weil noch ein weiteres Hoch eben fehlt, wären dann hier eigentlich prädestiniert, wäre hier die Gap-Oberkante. Bin mal gespannt. Dieses Setup wird also bis Mittwoch definitiv so verfolgt. Und mal schauen, ob es genauso gewinnträchtig ist wie die letzten Setups, die ich am Wochenende gebastelt habe. Danke fürs Zuhören und bis morgen.